Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Wir haben wieder unsere ganze Ausrüstung da. Bleistift zum Zeichnen, roter Stift, Schreibstift, Zirkel, Lineal, Radiergummi. Der ist zwar schwarz, gell, aber den braucht habe ich den bis jetzt noch nicht. Gut, was haben wir denn jetzt gegeben? A ist 6 cm, C ist 8 cm, Alpha ist 35 Grad. Wie immer mache ich mal eine Skizze, beschrift sie. So. Und jetzt zeichnen wir wieder ein, was habe ich alles gegeben. Ich habe die Seite A gegeben, ich habe die Seite C gegeben und ich habe den Winkel Alpha gegeben. Das nennt man Seite-Seite-Winkelsatz. Weil da ist der Winkel nicht zwischen die beiden Seiten da gegeben. So, wie gehen wir denn das jetzt an? Ich fange mal mit der Seite C an. Einmal bei 0, einmal bei 8. So. Als nächstes, ich weiß ja nicht, wohin ich da die Seite A machen soll. Ich habe den Winkel nicht. Naja, dann fange ich mit dem Winkel da an. Ich mache es jetzt wieder so, dass ich sage, 0er auf dem Scheitel bei A, dann drehe das Dreieck bis 35, 10, 20, 30, 35, genau einrichten, da muss man halt ein bisschen hin und her fahren, so, da stimmt jetzt 35, da ist der Nuller, dann machen wir da mal eine Markierung. So, und irgendwo da ist jetzt die Seite A. Die kann ich jetzt eigentlich nur mit dem Zirkel konstruieren. Das heißt, die machen wir da wieder so eine Hilfslinie, 0, die Seite A ist 6 cm lang, 6 cm, dann stiche ich den Zirkel da ein und spanne ihn genau bis zu die 6 cm auf. So. Jetzt muss ich da bei B einstechen und was sehen wir? Wir sehen da nicht nur das, sondern auch das. Tja, und was heißt das jetzt? Das heißt nichts anderes, die Angaben sind nicht eindeutig. Ich kann jetzt da zwei Dreiecke konstruieren, weil entweder ist das ein Eckpunkt C oder das ein Eckpunkt C. Und entweder habe ich da ein Dreieck oder Dauerdreieck. Manchmal könnte man sagen, dumm gelaufen, aber in Wirklichkeit steht es dann dabei, wie das ausschauen soll. Was nehme ich jetzt? Wurscht, ich kann beide nehmen. Da tue ich gar nicht lange mal rum. Das wäre also jetzt das Größere von beiden. Und wenn ich da das auch noch einzeichne, schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn ich ihn schon habe. Dann wäre das jetzt das Kleinere von den beiden. Aber so funktioniert das. Seite, Seite, Winkelsatz. Seite, Seite, Winkel. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und nicht rausbringen lassen von komischen Angaben. Ja, was haben wir denn da noch für Spezialfälle? A ist 4 cm. C ist 8 cm. Alpha ist 35 Grad.
Wenn ich mir da die Skizze mache, dann habe ich A, C und Alpha. Ja, dann sehe ich sofort Seite, Seite, Winkel. Dann machen wir das genau so, wie wir das vorher schon gemacht haben. Ich konstruiere mal die Seite C von 0 bis 8. Den Winkel Alpha, das waren die 35 Grad. Der Nuller genau auf dem Scheitel, 35 stimmt da. Dann für die Seite A machen wir wieder mal Hilfsstrecke, 4 cm. Dann spannen wir da den Zirkel auf. So, stechen bei B ein. Ja, und jetzt? Da sieht man schon, mit den Angaben gibt es schlicht und einfach keine Lösung. Ist also so, geht nicht.